So, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Orient the Blind Forest. Ich habe erstmal das Ding durchstoßen. Damit wir dann. Damit halt der Auftrieb da ist, weißt du? So, hier müsste gleich ein Vogel kommen, glaube ich. Ah, doch kein Vogel. Nö, dann kein Vogel. So, gehen wir erstmal rechts lang. Jetzt geht mir es aber langsam auf den Nerven. Jetzt habe ich die Einrastfunktion richtig ausgestellt. Jedes Mal, also ich drücke jetzt mal für die Feder Shift. Und jedes Mal, nach 5 Mal, fragt er mich, möchten Sie die Einrastfunktion aktivieren? Nein, möchte ich nicht. Sehe ich so aus? Kollege? Wir haben 0 Punkte, 1444 fehlen noch fürs letzte Gespür, für 3 Punkte generell. Gut, dann zum nächsten. Ja, das rechte war nur ein bisschen schwieriger. Na gut, war es doch nicht so schwierig. Ah, ich brauche halt ein bisschen mehr Leben. Und mir fehlt einfach das Feingefühl für die... Für den kleinen linken Finger, weißt du? Aber ich kann ja immer wieder... Aua. Okay. Kurz entspannen. Und nochmal ganz kurz in Seelenverbindung. Komm, kleiner Finger. Mach nicht schlapp. Vielleicht sollten wir nachdem den mal ganz kurz speichern, damit ich da nicht immer durchbrennen muss. Das ist dann dadurch immer ein bisschen wesentlich einfacher. Alles mit Wind voll hier. Sehr schön. Du bist doof. Doofer Gegner. Kabam! Und da kriegen wir eine Fähigkeit. Nier. Den Supersprung. Yay! Damit können wir jetzt nämlich diese Dinger kaputt machen. Indem wir einfach W gedrückt halten. In die Richtung. Man kann jetzt natürlich noch variieren. Wohin springen, wo das an Space einfach loslässt? Ja, da bin ich natürlich direkt reingesprungen. Ich bin ja so clever. Okay. Und damit kommen wir jetzt eigentlich alles. Naja, noch nicht alles. Die Fackeln fehlen noch. Auf jeden Fall sehr, sehr vieles. Doof. Ah, die Stacheln machen extrem viel Schaden. Ich weiß nicht, ob man das durch die Ultra-Verteidigung reduzieren könnte. Niu. Wow, ich bin so scheiße. Ah, ich liebe diese Musik, ey. Die ist so cool. Okay. Wollte ich gerade sagen, theoretisch müsste das auch funktionieren. Hm.
Geil. Das kann mich dummerweise gar nicht. Gar keine neue Seelenverbindung starten. Komisch, aber klappt es beim zweiten Mal immer, ne? Tja, trifft mich nicht. Wo Ori auch immer hinjumpt, keine Ahnung. So viele Fähigkeiten, die man im Laufe des Spiels kriegt, ist einfach krass. Nice. Njung. Eigentlich alles bisher erledigt, ja, das ist gut. Ach, diese Musik. Einfach so episch. Verdammt, jetzt wird sie. Jetzt ist sie weg, die Musik. Aber. Dafür sehen wir das Schönste überhaupt hier. Dieser strahlende Himmel. Beinahe ja schon fast über den Wolken. Nimm es, dir Kleines. Du hast den Sonnenstein gefunden mit dieser legendären Rune und bekommst Zugang zum Horuberg, den ihr da im Hintergrund seht. Nice. Narus zu Hause. Naru lebt wieder. Frodo Ori, Schienobakotsona. In der Funde wundert die Tja, die Wasserader hat also die Fähigkeit, jemanden wiederzubeleben. Ja, das große und ganze Nichts überall. Sorry, schon wieder Trauerpass, fehlt ein paar Prozente. Achso, Trauerpass, klar. Trauerpass ist da noch. Ja, und noch einmal runter.
war einfach zu. Ja. Zu wenig angestrengt. Zu wenig drauf geachtet. Und da haben wir die nächste Vitalitätszelle. Yay! Und damit haben wir immer nur noch. Ah ja, klar, hier ist auch noch was. Stimmt, die Fackel ist da auch noch. Eieiei. Hier ist auch noch ein kleines Stückchen. Holen wir uns jetzt auch erstmal das da hinten. Sechs Schaden machen die ernsthaft? So, und damit können wir jetzt nämlich hier. Können wir? Ja, können wir. Da kommt man dann jetzt natürlich lang. Gute Frage, wie kommt man da lang? Aua. Boah, ich frage mich ernsthaft, wenn wir diese verdammte Kackfähigkeit kriegen. Das ist doch eigentlich theoretisch. Also eins muss auf jeden Fall ein Stampfer sein. Energiebündel. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Ja, völlig egal, wo wir langlaufen. Beides beschissen. Aber hier ist meiner Meinung nach einfacher, weil wir ja schon alles vorbereitet haben. Zum Fliehen. Oh, dieser Sound alles so cool. Das stimmt, ursprünglich waren wir beim Horoberg, da hinten geht's auch lang. Kann aber sein, dass es auch. Ne, hier war Jump gewesen. So, zwei Fähigkeitspunkte brauchen wir noch. Dann rennen wir erstmal jetzt zu den ganzen. zu den ganzen Dingern hin, wo wir unseren Stoß benutzen müssen. Aua. War jetzt nicht geplant, aber egal. Okay, die habe ich sogar ohne den Wind schon geschafft. Also theoretisch hätte man das mit dem Wind machen können. Bam! Nächste Fähigkeitszelle. Nebelfrost 100%, Trauerpass 97%. Gut, da hinten die Dinger natürlich noch. Hier sind 87% dafür. Also hier fehlt auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Jetzt wird also wieder ein bisschen gesucht. Das macht aber am meisten Spaß. Aber würde ich sagen, minimal knapper. Achso, ein bisschen heilen. Und damit kann man jetzt das Gespür erforschen. Um zu sehen, wo denn hier über kleine Geheimgänge sind. Und zwar müssten die eigentlich aber auch schon dargestellt sein. Da ist auch noch eine Energiezelle. Interessant. Hm. Wusste ich nichts von. So, hier unten seht ihr zum Beispiel. Da ist ein kleines Secret, da kann man reinlaufen.
Nee, wird doch nicht. Guck mal, hier ist auch noch ein Leben. Ah, was ist denn hier überall noch alles? Elendsruine, da habe ich eine ganze Vitalitätszelle verpasst. Okay, gut, das sind die Schwarzwurzelgänge. Da hinten ist der Baum, da wo wir die wahrscheinlich eine Fähigkeit bekommen. Alter, ist das noch viel! Also ich dachte, man hätte ja noch die Möglichkeit. Hier ist auch noch einer, guck mal, das ist ein Zielgut, deswegen fehlen eine 99%. Guck mal, ist auch noch. Hä? Was? Ach, das ist in dem Ding hier drin, verstehe. Ah, jetzt haben sie schon ein bisschen irritiert. Okay, dann. Secret suchen. So, links haben alle nicht. Nee, bevor es ist 100%. Trauerpass fehlt natürlich noch ein bisschen was. Ja, Gespür ist wichtig. Aber wo denn? Eine ganze Fähigkeitszelle habe ich da übersehen. Habe ich gar nicht. Am Arsch, Alter. Da muss komme ich auch nicht rein. Stimmt, da waren ja viele noch wegen der Fackel. So, hier bin ich eigentlich erstmal fertig. Ja. Kein Plan. Hier ist noch was. Ah, guck mal, hier habe ich sogar was übersehen. Da habe ich auch was übersehen oder kommen die immer wieder? Natürlich kann ich es doch so machen. Ich weiß nicht, ob die mal wiederkommen. Kein Plan. Da kam ich nicht hoch, weil ich da, glaube ich, den Jump brauchte. Oder war das da auch verschlossen? Naja, hier muss ich auf. Hier komme ich jetzt auf jeden Fall hin. Oder wollen wir jetzt erstmal versuchen, Narus-Teil zu erforschen. Und zwar in der Mondgrotte. Ist ja danach direkt Narus-Gebiet. Aber ist mir zu dunkel, ehrlich gesagt. Nee, ist falsch. Da seht ihr, hier ist schon unser Gespür. Heißt also, von da hinten kommen wir hin. Das heißt, von hier unten wahrscheinlich. Dann gehen wir mal ganz, ganz fix hin. Auch wenn ich hier eigentlich überhaupt gar nicht hin wollte ursprünglich. Da-da-dum, da-da-dum, da-da-dum. Ne, von weiter rechts kommt das. Seht ihr hier, der Weg, ganz, ganz leicht, wenn ich hochjumpe, da oben ist ein Weg. Gut, also nicht hier. Was zum Geier ist denn hier überall noch? Okay, das sind die Schwarzwurzeln, wollte ich schon sagen. Ach, ich stehe überall verpasst. Okay, die Mondkraut ist lediglich dieser Teil da hinten noch, den werden wir uns ganz kurz noch holen. Ah ja, immer, dass man ihn ganz kurz kennt, aber... Aus ganz kurz und immer dauert ewig. Ja.
Müsste theoretisch hier unten sein. Aua. Oder unter Wasser? Wo muss das doch sein? Aber so weit kann es gar nicht sein. Ich glaube, ich bin vorbeigelaufen. Und hier oben muss es ja sein. Ah, hier, oder? Komm an. Schick. Gefällt mir. So, war wirklich nur ganz kurz. Ich würde sagen, wir machen ganz, ganz kleine Pause. Wir sind zur nächsten Folge wieder von Oriental Blind Forest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.